So, da bin ich mal gespannt, wie wir hier zurechtkommen. Hier ist alles okay. Texturspeicher, was weiß ich. Keine Ahnung, keine Ahnung. Tiefenschärfe. Oh doch, ist okay. Zurück. Okay. So, liebe Leute. Also, ich würde sagen, wir steigen mal mit dem Game ein. Mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich irgendwo schon das alles gesehen. Ja, sieht man ja auch nicht. Sieht man auch nicht. Da ist ja nur die 81 rausgekommen. Colexi, so Simray gekauft. Echt jetzt? Okay. Colexi, also dann viel Spaß mit dem Spiel, weil ich glaube, das Spiel lohnt sich einfach. Also wenn man einfach Bock hat, ein bisschen Zugsimulator zu fahren und wirklich, wirklich einen guten Zugsimulator, ich glaube, das macht dann auch richtig Spaß. Also es macht auch Spaß. Also Simrail, wir werden aber auch TSW spielen. Also wir werden auch TSW spielen. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch was überlegt. Und wir werden ohne groß zu meckern, ohne irgendwas zu kritisieren, werden wir auch mal die Szenarios spielen und dann werden wir die Szenarios einfach mal bewerten. Ne? Also wir werden uns einfach, ihr werdet dann die Auswahl haben, welchen Zug fahren wir. Und dann werden wir eins nach dem anderen zu diesen Zügen die ganzen Szenarios einfach mal abfahren. Wir werden es einfach mal fahren, fertig. Und dann bitte Leute, bitte, bitte, ich habe es versprochen und ich werde dieses Versprechen auch halten. Wir werden auf jeden Fall für nächsten Monat, wenn wir Mittwoch haben, werden wir ein Spiel eurer Wahl spielen. Wenn es ein Horrorspiel ist, dann werden wir es abends spielen. Wenn es ein normales Spiel ist, werden wir es dann spielen, wenn die Zeit dafür einfach da ist. Und wir haben am Mittwoch einfach sehr viel Zeit. Wir haben heute 12 Stunden, die wir heute wahrscheinlich verbringen werden. Ich weiß nicht, ob ich heute bis 12 Uhr nachts vielleicht durchziehen werde. Mal gucken, weil morgen habe ich Eingewöhnung mit meinem Kleinen. Da sollte man auch fit sein. Und 6 Uhr klingelt einfach der Wecker. Aber wir werden locker 11 Stunden heute auf jeden Fall streamen. Also bis 12 Uhr bleibe ich auf jeden Fall da. Wer weiß, wir spielen ja RP. Ich habe, wenn ich 12 Uhr sage, dann wird es eh 1 Uhr, Mann. Ich kenne das eh, Mann. Das ist immer dasselbe. Grenzübergang, was stand da? Kirgisistan? Ja. Wir sollten uns vielleicht ein blaues Hemd anziehen. Ich habe noch ein blaues Hemd. Soll ich ein blaues Hemd anziehen und so eine Mütze? Ey, wir haben so eine Mütze? Wir haben doch so eine Polizeimütze, Mann. Also so. Alter, was ist das so? Sieht ein bisschen nach. Also ich fühle mich so ein bisschen zeitversetzt in eine Zeit, wo ich tatsächlich auch gelebt habe. Okay. Also aussteigen, ja. Oh. Warte. Ah. Ciao. Soll ich mich mal so ein bisschen anziehen wie die? Soll ich mich mal so anziehen wie die hier? Also das würde klappen. Also ich habe noch so ein blaues Hemd von der Bahn. So eine Weste kann man auch anziehen. Ja, jetzt nicht so eine. So eine habe ich nicht. Aber eine schwarze zumindest. Wachmeister Repnin. Ach, nichts. Okay. Alles klar. Alter, was ist? Warum ist das so laut, Mann? Willst du mich verkackeiern? Ey. Was, ist das ein Horrorspiel? Das ist doch kein Horrorspiel, oder? Hä?
Warum war das denn mit so einem krassen Untersound? So, als ob das ein Bossfight wäre. Warum ist da Bossfight-Musik? Ja. Oh, warum? Ey, das ist zu laut. Das ist mir zu laut. Warte mal, ich erschreck mich ja jedes Mal. Nee, nein. Nee, warte mal. Wir müssen hier ein bisschen was anpassen. Ey, was ist denn das? Geht so nicht. Bossfight-Musik hier. Was ist das hier? Der erste Apple oder was? Was ist das, Junge? Karsis. Karsis Zigaretten. Der gute Kaffee, wo du einfach nur den Kaffee reinmachst und einfach mit heißem Wasser aufgießt. Und alles unten, der ganze Schmodder von dem, ist einfach alles da drin. Das sind die filterlosen Zigaretten, die mein Opa damals noch geraucht hat, ohne Filter. Starke nannte sie sich, keine Ahnung. Ich glaube, da war wirklich Teer drin. Ja. Was sind das denn? Wasserflaschen? Wasserflaschen? Ah, jetzt ist vom Ton her besser. Wenn ihr zu leise seid, sagt Bescheid. Ich kann es bei euch ein bisschen noch regulieren. Das ist auch gar kein Problem. Hier haben wir ja auch ein paar Möglichkeiten. Was geht? Novik, alles gut? Oh, der hat zwei Balken. Ja, guck mal, der hat zwei Balken. Und oben... Ah, warte mal, ich muss mal die Bodycam ausmachen, weil das seht ihr ja nicht. Wartet mal, ganz kurz. Uno momento, por favor. Uno momento, por favor. Geht sofort weiter. So, wir machen mal die Bodycam aus und dann seht ihr das da oben. Wir haben nur einen Balken, das heißt, ja, er macht nichts. Das ist ja klar, weil ich habe ja einen Balken und ich habe zu tun. Ich hab hier die Arbeit zu machen. Vor- und Nachname muss geprüft. Haltbarkeitsdatum, das ist das Haltbarkeitsdatum, okay. Passnummer, ja, die Passnummer muss stimmen und das Foto. Vergleichen das Gesicht des Fahrers mit dem Foto im Reisepass, sie müssen identisch sein. Ah, das sind die, ach so, das sind die Länder. Republik Kagastan, United Rally, Al-Barak, ja, Königreich von Erkai. Und das sind die Autos. Aha, das ist der kleine Fiat. Was? Ein Fiat 126P. Da haben die Polen damals die Lizenz von den Italienern für das Auto gekauft. Und das nannte sich der fahrende Sarg. Todesursache beim Zusammenstoß mit einem Baum, Lenksäule im Brustkorb. Nicht so schön. Das ist der große Fiat. Fiat 125. Oh mein Gott. Krass, ja, den kennen wir, der fährt heute auch noch. Ja, verrückt. Krass. Ja. Ja, ich guck sofort, was ist los? Okay, danke dir für den Hinweis, wird erledigt. Kann sein, dass ich vielleicht dadurch was, dass sich vielleicht dadurch ein bisschen was geändert hat, Robot. Müssen wir nachher mal gucken, ja. Wird erledigt. Danke dir für den Hinweis, mein Lieber. Jo. Danke, Björn. Kai, wunderschönen guten Tag. Waffeleisen, wunderschönen guten Tag. Bin auf der Arbeit und sehe, dass du online bist. Wie geht es dir? Danke dir, danke der Nachfrage, mein Lieber. Mir geht's gut. Wir machen heute war krass mit der Eingewöhnung. Also heute war ein komplett anderer Tag. Und da merkt man einfach, wie die Kids so reagieren, wie die Kids das so verarbeiten. Das war schon Wahnsinn. Ne? Also heute war komplett anders. Heute war mein Kleiner so ein bisschen aufgebracht, hat geweint, wollte nicht, war bei der Mama.
komplett anders, ne, wie zu gestern. Gestern Abend ist er auch nicht gut eingeschlafen, deswegen habe ich auch keinen Stream gemacht. Der war dann auch wach, wollte kuscheln und so. Also man merkt einfach das ist viel. Also es ist viel für ein Kind und man muss sich mit dieser Sache Zeit lassen und wir werden uns auch sehr viel Zeit lassen. Wir haben Zeit. Ja, und wenn die Eingewöhnung einen Monat dauert, dann dauert die Eingewöhnung einen Monat fertig. Das BCSO macht bald auch Grenzschutz. Oh Mann. Oh Metallkopf, Mann. Ey, das Thema, ne? Ich war bei der Arbeit. Ich war bei der Arbeit am Dienstag und es ging mir nicht aus dem Kopf raus, ne? Weißt du, dass mir das nicht aus dem Kopf rausging? Das ist ja echt Wahnsinn. Wahnsinn. Demon Girl, einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön für deinen lieben Lob. Entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte. Ich sehe es ja gerade, wir waren so ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Schön, dass du da bist. Wahnsinn. Okay, danke. Boah, Leute, Dankeschön. Exitera, wunderschönen guten Tag. Grüß dich, mein Lieber. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem. Super, fangen wir an. Öffne die Schranke und den ersten Fahrer für die Ginskontrolle rauszuwinken. Kollaboration aufgedeckt. Nikolai Rosnikov, Kommandeur der Grenzpolizei in Karikatka, wurde der Zusammenarbeit mit Terroristen der regierungsfeindlichen Bewegung die blutige Faust beschuldigt und wegen Hochverrats zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft leitet eine Untersuchung wegen der Bestechung. Das ist klar, dass die Staatsanwaltschaft natürlich da sofort am Start ist. Ist in Los Santos ja auch nicht anders. Da sind die sofort am Start. Wenn es gegen Polizei geht, sind wir sofort da. 6 weitere Personen, die mit Rosnikov zusammenarbeiten, werden verhört. Nee, Staatsanwaltschaft macht ja auch gute Arbeit. Oh, krass, das ist ja fast mein. Das ist mein Geburtsjahr, ne? Wahnsinn. 1981, ich bin noch nicht auf der Welt. Ich bin noch nicht auf der Welt. Taschenlampe haben wir, Inventar haben wir. Wir haben nichts im Inventar. Ja. Stopp. Hallo, schönen guten Tag. Einmal. Halt doch einfach dein Maul, Mann. Was ist denn los, ey? Du kannst doch nicht sagen. Du kannst doch nicht einfach über Lautsprecher ansagen. Mir sagen, was ich hier machen soll. Wie deprimierend ist das denn bitte? Ja. Guten Tag. Ivan Kowalski, mein Name. Danke sehr. Frankar Gerasimov. Ja, passt. Das passt. Gesicht? Nö. Hä? Das passt doch nicht. Dein Gesicht passt doch nicht. 4. Juni und gültig bis Mai. Und wir haben April. Ist doch alles okay, Mann. Ja. Ja, passt. Ist doch okay. Ja. Ja. Nee, passt. Sieht gut aus. Ja, passt nicht zueinander, muss aber auch nicht zueinander passen. Das ist die Bürgerkarte und das ist der Reisepass. Und die sollen ja gültig sein. Übereinstimmung. Ja, hier hast du die Papiere. Ganz einfahren hier, bitteschön. Ciao. Auf geht's. Da kommen schon die ersten Dollars. 100 Dollar. Perfekt. Oh, da kommt der Fiat. Das ist das Auto, was ich meine. Mein Cousin ist darin gestorben, tatsächlich. Ist gegen einen Baum gefahren. Ja. Wo ist auch da die Knautschzone, bitte? Wo ist hier die Knautschzone, Digga? Hier ist noch nicht mal ein Motor.
Hier ist ein Kofferraum. Das ist der Kofferraum hier. Der Motor ist hinten. Das ist der... Da. Da kannst du was reinlegen. Da ist noch ein Ersatzrad. Meistens hast du einen Dachgepäckträger gehabt. Hinten ist der Motor. Also, das Ding war... Kann ich Ihnen Dokumente bitte? Danke sehr. Ja, Brille. Bart. Brille, Bart. Passt. Das passt. Das passt nicht. Seine Einreiseerlaubnis ist abgelaufen. Tschüss. Ja, hier. Der fährt wieder raus. Ah, so machen die das. Okay. Das ist ja cool. Ja, $80. Nice. Einmal der nächste im Lader, bitte. Ja, wir machen auf jeden Fall hier ordentlich Grenzkontrollen. Sag euch, merkt euch das Gesicht. Gesicht ist okay. Alvas Horm. Stimmt. Ist Mai. Arbeit. 30. April. Gerade noch so. Sieht gut aus. Keine Bedenken. Bitteschön. Ich wollte mal zum Zoll, ne? Warum ich das nicht gemacht habe, keine Ahnung. Ui. Das ist Bossmusik. Irgendwas stimmt nicht. Boah, der kommt auch richtig aggressiv rüber. Ich weiß nicht. Stimmt nicht. Also ungültig. Gültig. Und stimmt auch nicht. Name. Haltbarkeitsdatum. Die beiden Sachen stimmen nicht. Weg. Der darf leider nicht. Ja, tut mir leid, aber das sind ja ein paar Sachen. Das sind zwei Sachen. Das geht nicht. Das geht nicht. Bis zum nächsten Mal. Marisu, was ist los? Wie groß du denn da? Nicht auf der... Oh, echt? Perfekt. Adalio, a wie wir passen na waszego kwatiru ekskluzywnego oddycha. Mhm. Ja. Wo kennen wir? Wir kennen das. Wir kennen das doch. Also wirklich, also wir leben hier Kowalskis Leben, ne? Direkt vor Dienstort, direkt zum Camper, fast um die Ecke. Boah, Das ist der Schlafplatz? Hä? Da kannst du nicht mal die Beine ausstrecken. Was ist denn das?
Wow. Ninja Leon, wunderschönen guten Tag. Grüß dich, mein Lieber. Eigentumspflege. What the fuck? Das Ding? 60 Dollar? Dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Ja, aber das ist schon bitter, Mann. Also, wenn du noch nicht mal... Also, wenn du einen Schlafplatz hast, wo du noch nicht mal deine Füße ausstrecken kannst, deine Beine ausstrecken kannst, das ist schon bitter. Also, du kannst ja noch so ein bisschen so Fötusstellung vielleicht noch ein bisschen liegen. Das geht. Aber du willst auch mal die Beine ausstrecken, Mann. Letzte Zeit haben wir vermehrt Schmuggelaktivität. Der glücklicherweise kümmert sich unser Geheimdienst bereits darum und wird dich regelmäßig mit den nötigen Informationen versorgen. Der Geheimdienst. Wir vermuten, dass der... Keine Schmuggelware darf die Grenze zu... Boah, der winkelt im ersten. Zulassungsnummer TRZ. Wir vermuten, dass der Fahrer, der gestern nicht zur Kontrolle angehalten hat, versuchen wird, die Grenze zu überqueren. Okay. Einer unserer Informanten innerhalb der Schwarze Schlange-Bande hat wertvolle Informationen über weitere Schmuggel... Sendung erhalten. Alter des Fahrers 38. Mein Gott, Husten, sorry. Warte an. Ja, den Tisch kannst du normalerweise absenken und dann kannst du wahrscheinlich da auch eine. Aha, listo ach naszego estio podrimnika. A questiona jego wychodzi as maschino. Eto posukati kontrabando. Excuse me? Wie konnte er dann das wissen über den Lautsprecher, dass der verdächtig ist? Wo ist er denn? Na gut, okay. Hallo? Ja, danke, danke. Vielen Dank. Mario Berize. Das passt. Passt. Juni. Passt. November passt. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków, ilio serpientny znak. Allerdings ist es nur unter UV-Licht. Zum Glück hatten wir ein Service-Team Taschenlampe diese Funktion. Ah! Oh! Ach, das ist sogar noch gekennzeichnet, Mann. Aha! Jetzt geht's los. Oh, warte. Oh, krass. Ja. Oh, was ist das denn hier? Kokainum. Mhm. Ilio posukati edu maskota. Nie tak mi godnika ta jest. A da wy madre opartnej zdrad. Aha. Was ist das denn? Wiem edu atma. Mębinica, kontrabanditele esti od razu was myśli. Wasza policka równiszko, madre edu podriczki as pasta kontroli. Ja, jetzt kontrollieren wir alles. Also, wenn wir schon was gefunden haben, dann, mein Junge, dann geht's. Ja, natürlich die Achter. Klar, her mit ihm. Willst du mal was hören? Moin,
Equalizer, wunderschönen guten Tag. Oh. Ey, er ist aber schon cool gemacht, muss ich ehrlich sagen, das Game, ne? Schon cool gemacht. Zero Gefluse, wunderschön. Ich hab's heute gelesen. Glückwunsch, ne? Ich habe mich mega gefreut, ohne Scheiß. Herr Wachmeister, Sie müssen das Fahrzeug hier entfernen. Danke sehr. Oh, was ist das? Ja. Oh. Eine Axt, eine Heukabel und eine Brechstange. Also, wozu brauchst du eine Heugabel, Digga? Wozu brauchst du eine Heugabel, Mann? Da gut, wunderschön. Ja, warte mal, jetzt. Kommen Sie ran. Stopp. Das. Bossmusik. Wir haben Bossmusik. Es ist Bossmusik. Und blauer Junge schießt direkt auf die Tür. Blauer Junge, was ist denn los? Warum schießt du direkt? Der hat noch nichts gemacht, Mann. Salut geht raus. Dankeschön für 10 Monate, blauer Junge. Vielen, vielen lieben Dank. Danke fürs Support, Mann. Ich hoffe, dir geht's wieder gesundheitlich etwas besser, Mann. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, auf eurem Projekt, Mann, läuft's. Ich muss da auf jeden Fall, da müssen wir auch mal vorbeischauen, einfach mal Hallo sagen. Den Agenten da. Geben Sie mir mal die Papiere. Ja, danke sehr. Haben Sie ein bisschen Geduld? Binda Banda. Nee. Name falsch. Falsch. März, November 81, März. Das ist okay. Foto. Auch falsch. So sieht der nicht aus, oder? Nee, der hat keinen Bart. Jetzt haben wir ja auch noch das UV-Licht. Ja, yeah, also das ist... Das irgendwie... Steigen wir aus dem Fahrzeug raus. Ist verdächtig. Sie sind verdächtig! So geht das nicht. Haben Sie heute auf jemanden getroffen, der jetzt nicht so nett ist? Ja? Okay. Ich glaube, heute wird das leider nichts. Wir haben hier was festgestellt. Ja, Ihr Name stimmt nicht. Die Passnummer stimmt nicht und Ihr Foto stimmt nicht. Deswegen muss ich Ihnen leider die Einreise verweigern. Kommen Sie wieder, wenn Sie das berichtigt haben. Das haben wir gut gemacht. Ciao. Oh, hier, oh. Da hinten war die Tür noch auf. F1 Prüfungsergebnis. Foto hat nicht gestimmt. Großartig. Okay. Halim, hallo lieber Thomas. Mit großer Freude verfolge ich deine Streams und möchte dir auf dem Weg... möchte auf diesem Wege meine Wertschätzung und meine Anerkennung für deine herausragende Arbeit... Boah, Alter. Aussprechen. Deine Arbeit, deine einzigartigen Inhalte haben mich... schon oft begeistert und inspiriert. Es ist immer bemerkenswert, wie du es schaffst, deine Zuschauer zum Lachen zu bringen und deine Gemeinschaft aufzubauen, die von Respekt und Freundlichkeit geprägt ist. Ich möchte mich bei dir und all die positive
positiven Emotionen bedanken. Boah, ich muss ehrlich sagen, da muss ich auch die Brille ausziehen, weil das einfach auch tief ins Herz geht, mein Lieber. Entschuldigung, oder meine Liebe, das ist halt manchmal tatsächlich auch nicht zu lesen. Und damit bin ich schon öfters mal auf die Fresse geflogen. Vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Wirklich, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, also man sieht es ja nicht als Arbeit, sondern wenn man sein Hobby liebt, dann macht man das ja einfach nur auch nicht nur für euch, aber auch für sich selber, ne, irgendwo. Und das ist dann eine gemeinsame Zeit, die dann schön ist, sondern man erwartet nicht, man bekommt es einfach, ne? Und ich bekomme ja auch diese guten lieben Worte von euch, und jedes Mal sind so viele Leute am Start. Mr. Cosmo, Dinky zum Beispiel auch, wunderschönen guten Tag, Mr. Cosmo. Also vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für diese Worte. Ich kann das nur zurückgeben, weil das beruht irgendwo auf Gegenseitigkeit, und ihr gebt mir auch sehr, sehr viel zurück. Also, was passiert hier? Hallo? Ich dachte, vielleicht ist irgendwas. Vielen Dank, Leute. Also vielen, vielen Dank, und Dankeschön auch für diesen Wahnsinns-Support, den ihr immer wieder da lasst, ne? Also vielen, vielen Dank. Brown Brat, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Da musste ich wirklich mal, da musste ich mal pausieren, weil sowas geht unter die Haut. Sowas geht auf jeden Fall absolut unter die Haut. Wahnsinn. Also den konnten wir ja nicht reinlassen. Den konnten wir. Wollt ihr einen machen? Wollt ihr einen machen? Kommen wir mal. Der Chat macht jetzt mal einen. Den machen wir mal. Gucken, ob ihr was erkennt. Also wir nehmen mal die Papiere und ihr schreibt rein, was nicht stimmt. Ihr habt euch das Gesicht gemerkt, ja? Oh. Habt ihr aber... Oh, Kolexi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beste. Einfach Beste, Mann. Einfach Beste. Ja, jetzt sind wir in der Mitte. Komm, ey, wir lassen uns einfach... Ich lasse mich jetzt einfach in der Mitte, weil Mitte stört ja nicht. Also wir sind ja auch jetzt auch in der Mitte. Komm, wir machen einfach jetzt Mitte. Dann habt ihr auch alles im Überblick. Ich glaube, hier habt ihr wirklich einen Einfachen erwischt. Hier habt ihr wirklich einen Einfachen erwischt. Das passt, ja. Ich würde auch sagen, dass es passt. Zack. Ben Malfoy. Ciao. Ja. Absolut richtig. So, der nächste einmal der Lader rein. Jawohl. Bossmusik. Oh komm, den macht ihr auch. Ist gefährlich, ist gefährlich. Der sieht doch schon gefährlich aus. Geben Sie mal Ihre Papiere. Der sieht doch so ein bisschen wie Cyberpunk aus. Mhm. Mhm. Matej Borisov. Oh. Ja. Ja. Ja, passt. Mhm.
Не мадру эту дураж. Не звать Арачмена. Иди мороз. Leute, ich sehe nichts. Wie die Schlange? Wo hast du denn eine Schlange? Wo hast du eine Schlange gesehen? Wie Schlange? Oh! Oh! Aha! Przejął reliska meno maszynu, aż bagra eto akariski. Bako? Boah, was seid ihr denn für... Adlerauge einfach. Einfach Adlerauge. Schmuggelware, sie haben Schmuggelware, sie haben Alkohol. Das geht nicht. Also für Alkohol, das ja, na, tut mir leid. Also, das geht leider nicht, mein Lieber. Jetzt braucht ihr was zu trinken, was zu essen. Nein? Untersuchungshaft endet in 90 Minuten. Aha. Ist ja nicht so, dass wir hier auch keinen Alkohol haben, ne? Hey Jesse, grüß dich. Ja, wir legen dem die Brezel an. Dann gehen wir zu unserem Wachmeister. Der soll sich mal darum kümmern, dass das Fahrzeug hier wegkommt. Ja, geschafft. Ich glaube, unser Arbeitstag war jetzt auch richtig hart. Ja, wir gehen in unserer Luxuscamper. Luxuscamper. Mit einem Generator draußen, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, den Tisch kannst du wirklich, ja, ob du den absenken kannst, aber das ist aber auch, also so quer zu schlafen ist aber auch nichts, sage ich dir ganz ehrlich. Also vom Platz her ist aber auch nicht so viel Luft, nicht so viel Luft. Wir machen hier ordentlich Kohle, ne? Also wir haben jetzt 450 Dollar, also muss ich sagen, schmeckt. In zwei Tagen 450 Dollar verdient? Also wir sollen die Gefangenen zum Arbeitslager transportieren und die beschlagnahmte Schmuggelware zur Polizeistation. Unterwegs können wir zu Vlads Laden die Werkzeuge kaufen, die du für den Job brauchst. Zuerst kümmern wir uns um die bösen Jungs, gehen die Arrestzelle und bringen die Gefangenen zum Polizeifahrzeug. Okay. Ja, natürlich geht die Tür auch. Hallo, guten Tag. Da bleibt nur noch Staub. Cool. Ist ja wirklich ein Polizeifahrzeug. Ich dachte, wir bleiben... Ja, der hat aber nichts zu melden.
Hier ist eine Axt im Fahrzeug. Okay. Nimm die Schmuggelware. Ah. Ja, okay. Also wir müssen erstmal die Schmuggelware mitnehmen. Ja. Die Schmuggelware ist hier in unserem Lager. Das sieht aber cool aus irgendwie. Also irgendwie... irgendwie ist das cool gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Also wir gehen in unsere Aufgabe richtig auf hier. Meinst du, da kannst du was falsch machen? Ich glaube nicht, oder? Doch, du kannst ja irgendwas übersehen, aber. Ach, das wird auch richtig gefüllt. Das sieht aber. Das sieht ja nice aus. Wahrscheinlich wird das jetzt hier teleportet, oder? Ach was, wir fahren wirklich, oder was? LOL? LOL! Ach, so sehen wir aus. Wie geil ist bitte das denn? Das ist ja mega! Aber wir haben ja Gefangenentransport, da können wir ja wirklich Blaulicht. Stopp mal, wo ist es denn jetzt? Ach, Mann, weiß gar nicht, wo wir hinfahren, Mann. Achso, okay, also rechts, wir halten uns und dann nochmal rechts und dann alte Ruine und dann Arbeitslager. Stopp, halt, wo fährt er denn hin? Das kriegen wir hin. So, Steven, vielen lieben Dank, Dankeschön für deinen Sub, mein Lieber. Ist, ja, wir sind schon unterwegs. Vorsicht, Vorsicht, Achtung. Boah, das war knapp. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Old NRW, wunderschönen guten Tag. Grüß dich. Machen Sie mal Platz. Was macht denn der? Was? Alter, die kippen fast um. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Boah, 10 Zentimeter. Wir machen das lieber aus. Die Leute haben richtig Angst. Wir machen es lieber aus. Wir fahren wieder. Ich glaube, wir fahren ganz normal. Also besser ist es. Ja, die machen Platz, aber ein bisschen crazy, ne? Also auf, ohne Rücksicht auf Verluste. Also die machen mir Platz ohne Rücksicht auf Verluste. Auch wenn kein Platz ist. Egal, wir fahren den Berg. Mal, wir hatten. Ja, eine Axt haben wir. Eine Axt haben wir. Hey, Flakongo, grüß dich, mein Lieber. Ja. Polizei, dein Freund und Helfer. Ey, was ist. Ey, Mann, was ist das? Siehst du nicht, dass ich hier stehe, Mann? Was ist denn los mit dir? Dein Licht ist kaputt, Mann. Alara,
Oh mein Gott. Das kannst du sogar machen. Ich dachte, das geht nicht. Das geht ja wirklich, Alter. Du kannst ihm wirklich das Licht kaputt machen, ne? What the fuck? Ey, warte mal. Ah doch, ja, wir fahren geradeaus. Oh mein Gott, das Spiel ist ja echt. Es ist ja echt super, super interessant gemacht, ne? Auch richtig Liebe zum Detail. Roka. Roka habe ich schon begrüßt. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alle begrüßt. Oh, liebe Jesse, vielen lieben Dank. Dankeschön an den verschenkten Sub, an Enya. Vielen herzlichen Dank. Fetter Kuss geht raus, liebe Jesse. Dankeschön. Also, vielen lieben Dank. Ist nicht nötig, das weißt du, ne? Ah, okay. Der nächste, der Hub bekommt ein Loch. Also ich finde es krass, dass es hier so ein Arbeit. Hier gibt es einen richtigen Steinbruch. Schon ziemlich cool. So, ich muss mal ganz kurz hochscrollen, ob wir auch niemanden vergessen haben. Liebe Jesse, vielen lieben Dank. Dankeschön auch an den verschenkten Sub, an den lieben Flakongo. Ich muss mal eine Nachricht zu verkünden. Ich weiß nicht, ob es einigen aufgefallen ist, aber bei mir hat sich einiges in meinem Leben verändert und ich kann die nächste Zeit nicht mehr so viel die Streams von dir schauen, aber danke, ich werde die Zeit haben, werde ich wieder im Chat melden. Ben, mein Lieber, wenn du zeitlich gebunden bist, wenn du zeitlich nicht da bist, das stört nicht, selbst wenn du in 2-3 Jahren wiederkommst und zuguckst, werden wir uns alle freuen, dass du da bist. Ich werd mich freuen, dass du da bist. Und das macht überhaupt nichts, Leute. Es ist eure Freizeit. Ich bin hier niemand böse, Leute. Wenn ihr... Guck mal, viele sagen, ja... Einige sagen, wenn zum Beispiel, wenn ich Bock auf einem anderen Stream habe, dann gehe ich dahin. Es ist eure Freizeit. Ich sag's ja immer wieder. Es ist eure Freizeit. Das ist eure Zeit, die euch zur Verfügung steht. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen, was ihr mit eurer Freizeit macht. Ihr müsst es nicht. Das ist eure Freizeit, euer Ding, euer Leben. Und wenn ihr Bock habt, was mich immer wieder ehrt, dass ihr hier vorbeischaut, mit mir auch die Zeit verbringt, darum sage ich, es ist für mich auch eine Ehre, für euch zu streamen, ja. Auch eine Ehre, euch hier zu haben, ja, weil das unsere Zeit ist einfach. Und das ehrt mich einfach. Ja, alles klar, Sergeant. Sergeant. Ja. Und über RP werden wir uns heute auch noch unterhalten, ne? Also wir werden heute auch einige Gespräche, denke ich mal, im Vorfeld haben. Schöne Musik. Bei dir, das sind aber auch echt kein Rein und Raus, ne? Das Ganze komplett knicken hier. Mein Gott, was ist denn da los, ey? Cinemax.
oder so. Wunderschönen guten Tag, Halli, hallo. Es ist bei mir so, dass ich eine neue Arbeitsstelle anfangen werde. Glückwunsch auf jeden Fall, mein Lieber. Und ich hoffe, dass dir der Job Spaß machen wird, dass du in dem Job ein bisschen aufgehst und einfach auch viel Freude daran haben wirst. Und wir freuen uns immer, wenn du vorbeiguckst, selbst wenn du kurz reinloggst. Warte mal, wir müssen jetzt gucken. Ach so, da ist der Waffenladen, wir sind da. Also einmal rechts. Wir fahren rechts, dann durchfahren bis zum Ende, dann links und dann sind wir schon am Laden. Rechts bis zum Ende, T-Kreuzung links. Kriegen wir hin. Oh Mann, der Tunnel ist aber schon ein bisschen knapp, ne? Also das Auto fährt sich schon, ich sag's jetzt einfach mal, ambitioniert. Vielleicht sollte man das einfach von innen fahren, so. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Oh, das ist die T-Kreuzung jetzt links. Oh, was ist das denn hier, Mann? Waldweg? Na gut, ja, egal, Mann, Waldweg. Das war eine gute Abkürzung. Oh. Ui. Ey, Mann, wir sind die Polizei hier, Mann, ja? Aha. Wir gönnen die Flaschen ihn. Geht so nicht. Ja, wir machen da mal lieber zu. Wer weiß. Ab Erwachsenenhausarrest muss auf DHL warten. Also bei mir liegen die meistens immer die Sachen vor die Tür, ne? Also die geben das gar nicht mehr so irgendwie ab. Also seit den letzten 2 Jahren hat sich das eigentlich schon so eingebürgert. Die lassen die einfach die Pakete da liegen. Also es ist egal, ob du zu Hause bist, ob... Oh mein Gott, was ist denn das hier für ein Laden? Okay. $650. Da ist Gasrohr. Konfa. Oh mein Gott. Was? 1300? Ui. Na gut, ich denke mal so eine. Sieht wie eine Makarov aus. Ich glaube, so eine Makarov können wir uns gönnen. Ein bisschen Munition. Boah. Was war denn hier noch was? Missgabel, Dreizack. Okay. Brecheisen. Kampfmesser. Haben wir so? Ja, doch. Ja, so ein Kampf. Oh mein Gott, das ist ein verdammtes Rambo-Messer, Mann! Bruder! Herr Dr. Monroe, 4 Monate! Tag, mein Lieber! Das ist ein verdammtes Rambo-Messer, was er uns hier gegeben hat. Der arme Hirsch. Oh shit, Mann, ist das eine Nacht? Nee, ne? Herr Dr. Monroe, vielen, vielen lieben Dank für 10 verschenkte Subs. Warum funktioniert das nicht mehr? Ich mache mir jetzt Sorgen, ne? Jetzt laufen die 10... Alter Schwede, jetzt laufen die 10 Subs durch. Aber warum? Was passiert denn jetzt?
Oh mein Gott, vielen lieben Dank. Moment, ich muss mal gucken, was auf Streamlabs passiert ist. Oh oh. Es ist, ey, seitdem, ich sag euch, Name gewechselt, alles kaputt. Alles, ey, was? Das ist alles cool, Mann, ey. Du, der Mode ist ja mega, nur ich muss gucken, was da wieder schief, was ist denn da schief gegangen? Ey. Was ist Mann. Was ist denn das? Nee. Irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ja, okay, das ist ja. Ja, Subgifts, ja. Bruder, ich blick hier gar nichts mehr. Aber eigentlich, das passt alles nicht. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Hä, was? Ich verstehe ich es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, vielleicht müssen wir das nochmal neu laden oder so. Ich habe gar keine Ahnung, Digga. Also, weiß ich nicht. Normalerweise ist alles okay. Also normal, Dr. Monroe, vielen, alter Schwede, Mann. Vielen, vielen lieben Dank für 10 verschenkte Subs, Mann. Dankeschön für insgesamt 40 verschenkte Subs, ne? Aber normalerweise haben wir natürlich einen. Und Chicken Melly, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, ganz ehrlich. Also es ist alles so wie immer. Es ist alles so wie immer. Alles so wie immer. Komisch. Botput? Ja, nee, aber sonst wird das ja gar nicht funktionieren. Dann würde es gar nicht funktionieren. Also. Ich würde jetzt natürlich sagen, hey, schenk doch mal jemand nochmal 2 Subs, dann wissen wir es, aber ich weiß es nicht. Nee, Discord funktioniert auch nicht. Okay. Oh nein, Mann, ey, das geht. Nein, Mann, ey, ist kaputt. Ja, ich. Wir haben es kaputt gemacht, Leute. Der Bot ist kaputt. Alles kaputt. Monroe, Mann, what the fuck, Mann? Ja, Mann, Digi, ich meinte einfach im Laufe des Abends irgendwann. Oh nein, Mann, ich tritt. Ey, Leute, ich mach sowas nicht, ne? Ich baite nicht, Mann. Kann ich das zurückbuchen? Dr. Monroe, ey, vielen lieben Dank. Dankeschön, Mann. Aber irgendwas ist kaputt gegangen. Und Jesse schreibt, dass der Bot irgendwie. Ah, lass uns mal überlegen, was das sein kann, Mann. Alter, Dr. Monroe, vielen lieben Dank, ne? Also, Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Setup-Bot und Tipping. Ist das jetzt?
Sind wir jetzt? Ist das jetzt am Start? Funktioniert es jetzt? Ich weiß es nicht. Man sieht aber auch nicht, dass der Bot hier, ist, ne? Also man sieht nicht, dass der Bot im Chat ist. Weil normalerweise müsste der Bot im Chat sein, aber der ist nicht da. Chatbot. Oh Monroe, vielen Dank. Sorry, Leute. Sorry für die kurze... aber irgendwas... Wie geht das denn, Mann? Wie ging das nochmal, Leute? Ich weiß es gar nicht. Wie geht das denn? Log dich mal am besten mal bei SE ein. Also SE ist normalerweise... Was da los ist, das ist okay. Das ist okay, das passt. Hey Leute, vielen lieben Dank und Dankeschön, Metallkopf, Mann. Dankeschön an den verschenkten Sub, ne? Sorry, Leute, aber irgendwas ist hier komplett eskaliert, Mann. Bei mir sind auch die Alerts, bei mir sind die ganzen Dinger jetzt auch weg, ne? Gib mir mal eine Sekunde, Leute. Ich hasse, wenn irgendwas nicht funktioniert, ey. Ich hasse es, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das kriegen wir aber auch gleich hin. Das kriegen wir gleich hin. Chatbot-Name. Ja, ist okay. Also wenn ich zum Beispiel Send Test Message schreibe, dann funktioniert es nichts. Funktioniert nichts. Also der Bot. Also der Bot funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich habe Stream Elements, Kai. Ich benutze Stream Elements. Und normalerweise, ja, ich glaube, das Problem ist dass der Bot bei mir jetzt nicht im Chat ist. Also normalerweise ist immer der Bot eigentlich immer hier am Start. Also irgendwas stimmt auch nicht. Und das Problem ist, ich weiß jetzt nicht tatsächlich sofort. Warte mal, ich glaube, ich mach den verlassenen Kanal beitreten. Und jetzt müsste der eigentlich da sein. Fail to join Bot. Also
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass sich natürlich mit der Namens. Monroe. Ey, Mann, ey, ich hoffe, dass das nicht so lange dauert, mein Lieber. Ich hoffe, dass das nicht so lange dauert. Ich glaube, das Problem ist halt. Dass der nicht rafft, dass das eigentlich ja jetzt der aktuelle Kanal ist. Obwohl ich mich da auch, eigentlich auch angemeldet habe. Ich mache das jetzt mal nochmal. Mal gucken, ob das vielleicht jetzt funktioniert. Also er kann nicht, also hier steht, wenn ich zum Beispiel Bot-Einstellungen mache und ich gebe ihm hier auf Streamer Elements, er soll meinen Kanal joinen, dann macht er nichts. Dann macht er nichts. Dann steht da fail to join the channel. Also ich glaube, das ist die Problematik ist. Mein Profil öffnen. Ja, mal gucken. Also ich. Also. Gib mir mal bitte noch eine Sekunde. Ich versuche da mal. Ja, das ist das Problem, ey. Darum, obwohl ich mich mit dem richtigen Konto angemeldet habe, mit allem drum und dran, ist auch alles da, Eigentümer, mit allem drum und dran, trotzdem funktioniert es nicht. Obwohl die Alerts ja funktionieren, aber der blickt das nicht. Na gut, okay. Ja, nicht wirklich, Mann. Ich will euch natürlich nicht damit abnerven, aber. Oh mein Gott, Mann. Warum ist es so, wie es ist, ne? Geh mal rechts oben auf dein Profil und dann auf Abmelden und wieder neu mit Twitch verbinden. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Jetzt auch zweimal. Da steht, dass der Bot eigentlich hier mit dem Kanal, also Kanal. Warte mal, ich mach mal. Jetzt ist er da, obwohl ich geschrieben habe, obwohl. Hä? Jetzt habe ich. Jetzt ist der Bot da. Obwohl ich. Okay, ich verstehe es nicht, weil das Problem ist, ich habe eigentlich gesagt, er soll den Kanal verlassen. Und jetzt steht da, dass er mit dem Dings gepaart ist jetzt. Also jetzt sollte es funktionieren. Jetzt sollte es funktionieren. Ich glaube, jetzt ist alles so, wie es sein soll. Ja, ich bin immer zu ungeduldig. Also jetzt sollte es auch funktionieren. Jetzt sollten wir wieder da sein, wo wir mal waren. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber ich bin leider, wenn es darum geht, ihr kennt es, wir hatten damals mal so ein ein, zwei Problemchen gehabt während des Streams. Ey, ich bin verrückt geworden, ne? Ich bin echt verrückt geworden.
Mann, jetzt haben wir aber gar nicht rausgesucht, wie wir fahren müssen. Warte mal. Ist auch ein bisschen ungünstig. Wir sind da. Durchfahren. T-Kreuzung. Links. Links. Ja, perfekt. Ja, auch gut unterwegs, ey. Ey, Mann! Scheiße, rechts vor links. Ja, okay, sorry. Komm, fahr, Mann, fahr. Es war alles okay. Mann, ist nichts passiert, ey. Scheiß doch, scheiß dich doch nicht so ein. Ey, Jesse, funktioniert super, ne? Funktioniert super, ne? Gar nichts funktioniert. Verdammt. Verdammt auch mal hier. Chatbefehle. Individualbefehle. Ja, du eigentlich. Ja, eigentlich müsste. Ja, funktioniert. Aber jetzt ist der Bot wieder draußen. So, also jetzt versuch mal jetzt, warte. Server. Funktioniert doch. Einwandfrei, Mann. Juhu! Oh. Oh. Wir kriegen es hin, Leute. Gemeinsam kriegt man einfach alles hin, irgendwie. Gemeinsam kriegt man es hin. Gemeinsam kriegt man es hin. Warte, don't chat and drive, weil sonst wird es gefährlich. Lieber Kai, vielen herzlichen Dank. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht, Leute? Warum? Da gibt's einfach keine logische Erklärung, ne? Es gibt keine logische Erklärung dafür. Bestimmt gibt's eine logische Erklärung, aber. Hä? Hä? Oh mein Gott, Mann! Wir werden jetzt die dauerhaft. Alter Dinky Mann Kai, vielen Dank. Dankeschön, Leute, aber. Hey, das verstehe. Ich verstehe das nicht, Mann.
Versteh's nicht. Nee, Mann, da müsste normalerweise die Sub-Kalaschnikow. Da müsste die Sub-Kalaschnikow kommen für 5 verschenkte Subs. Und die kommt einfach nicht. Jetzt ist komplett weg, oder was? Hey, jetzt ist komplett weg. Oh mein Gott. Ich wusste das. Bei mir ist es immer so typisch, ne? Immer. Sag euch, crazy, man. Denke, vielen, vielen lieben Dank, ne? Dankeschön, Leute. Vielen herzlichen Dank. Absoluter Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. So, warte mal, wir versuchen mal was. Wir versuchen mal was. So, das ist jetzt nur ein getriggerter Alert. Also hier funktioniert das, aber wo Dinky jetzt die 10 Subs gemacht hat und so, hat es nicht funktioniert. Oh mein Gott, jetzt sind wir wach, oder? Jetzt sind wir komplett wach. Warte mal, ich versuche mal bei Dinky einfach, nee, ich versuche mal bei Kai mal zu wiederholen, mal gucken, ob das jetzt klappt. Oh nein, Mann. Okay. Und? Hallo? Funktioniert gar nichts mehr, Mann. Nee, funktioniert gar nichts mehr. Ich habe einfach mal Reload Overlays gemacht und okay, jetzt weiß ich, was das Problem war. Okay, und jetzt? Ich habe es eigentlich bei Geschenken-Subs, bei Community-Subs eingestellt, Jesse. Das ist genau dasselbe, was wir damals eingestellt haben. Ich habe nichts geändert, gar nichts geändert. Das Einzige, was geändert wurde, war einfach nur, dass wir aus dem Namen, wir haben nur eine Namensänderung gemacht. Und jetzt siehst du mal, was dabei rauskommt, wenn du Change Never a Running System, sagt man, ne?
Kann ich den Follow wieder? Nee, ich kann noch nicht mal den Follow. Ich kann gar nichts hier wiederholen, ne? Ich kann hier nichts machen. Okay. Wenn ein Follow reinkommt, wir probieren es einfach nachher, Mann. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh. Fassi, ey. Ich glaube. Ah, warte mal, wir müssen ja das Ding hier mitbringen, ne? Kokainum. Ja, wir kriegen das, glaube ich, im Laufe des Abends, des Tages hin. Das schaffen wir. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Ja, muss auch sein. Ja, du hast den besten Job der Welt, glaube ich. $100 nur? $100 für Kokain und Alkohol? Boah. Da muss ich sagen, also das war jetzt aber auch nicht, das war jetzt nicht viel. Warte, wir müssen mal Licht anmachen. Ciao. Hey Zarathustra, wunderschönen guten Tag. Also sorry Leute, dass natürlich... Ey, viele Leute... Warte mal, wir müssen gerade aus, ne? Vielen, vielen Dank, Leute. Danke für den Support. Sorry, dass jetzt nicht irgendwie alles... so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ich verstehe auch nicht wirklich, warum das so läuft, wie es läuft. Obwohl das ja eigentlich eingestellt ist. Ich habe die Overlays nochmal reloaded. Mal gucken. Die Alertbox nochmal reloaded. Mal gucken, ob das irgendwann dann jetzt auch funktioniert. Ich habe das Gefühl, jetzt funktioniert gar nichts. Haben wir das jetzt eigentlich pausiert? Gibt es gar kein Voll... Also... Ich weiß noch nicht mal, ob jetzt Follow funktioniert, Mann. Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben das System komplett zerschossen. Ich glaube, wir haben es komplett zerschossen. Warte mal, das ist doch Pause, ne? Das ist... Was ist das denn? Okay, das ist... Das pausiert? Was ist das denn hier? Hä? Was ist das jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das jetzt nicht, ganz ehrlich. Also ich... Ist mir echt zu hoch. Widget Data, was ist das denn?
Aktivitätsfeed. Ja, das ist okay. Kann ich das denn hier was? Kann ich da was drücken? Nee. Captain Picture, danke schön nochmal. Jetzt habe ich mal auf Wiederholen gedrückt. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie funktioniert, wobei ich nicht glaube, dass das irgendwie funktioniert. Aber naja, mal gucken. Also wir werden ja heute irgendwie damit überleben. Also ich glaube, der Support war schon so gigantisch. Ja, das Problem ist, ich bin nicht müde. Ich sehe nur so aus, Mann. Ich bin 41 Jahre alt. Ich glaube, nach wie viele? 18 Jahre? 18 Jahre Schichtdienst, ne? 18 Jahre Schichtdienst. Dann sieht man so aus. Bettlerino, wunderschönen guten Tag, Mann. Danke vielmals für dein Sub. Dankeschön. Ja, das funktioniert. Also es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, ob die. Ich will es auch nicht. Ich spreche auch jetzt nicht darüber. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ganz einfach. So, Leute, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt ein bisschen Kontraband. Ja, wenigstens gehen die Follows und so. Da bin ich schon mal froh. Dankeschön, Rob Price. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Danke dir vielmals. Ich würde sagen, wir steigen um auf Zugsimulator. Wir haben jetzt 2 Stündchen fast, nicht ganz, weil wir hatten ja auch noch ein bisschen mit dem Problem zu tun gehabt. Wir steigen vielleicht um auf Zugsimulator, wir speichern uns das und werden das dann auch weiterspielen. Dago, Dankeschön der lieben Nachfrage. Ist auch ein paar technische Probleme, gesundheitlich, sowie familiär, alles in Ordnung, alles tipptopp. Danke der lieben Nachfrage, ich hoffe dir auch.